Qualifying. Mal hier vorsimulieren. Sechste müssen wir auf jeden Fall werden. Also wir schätzen Zeit 1.28.8, jetzt 1.28.0 und Massa fährt 1.27.8. Und wir werden mal rausgehen. Setup ist noch auf trocken. Okay, auf die Strecke. Machen wir fliegende Kamera und ich werde jetzt einfach mal so mein Qualifying fahren. Mal schauen, wie das Ergebnis sein wird. Also erste Kurve habe ich schon mal verpasst. Und natürlich auch rechtzeitig bremsen jetzt wieder. Natürlich aus dieser Kamera sind auch die Schilder links und rechts etwas schwerer zu erkennen. Denn mir ist nichts. Mal schauen, was wird jetzt die erste Runde zeigen? 1.27.4. Im Moment hast du Startplatz 1. Das wäre ja doch ganz gut. Da war der Kobelein. Und auf jeden Fall nochmal ein S vor uns. Das habe ich aber auch wieder langsam unterwegs. Der Trulli. Wollt wie ein Lotus. So gesagt. Und jetzt nochmal auf Bestzeitkurs oder nicht? Ja, nochmal 15. besser. Und das wird jetzt eine 1.26.9. auf der Strecke. Pole Position. Ich habe gedacht, es wäre jetzt vielleicht hier ein bisschen schwerer zu fahren, aber wenn man sich damit wirklich einfährt, das ist eigentlich sogar noch, ist es auch genauso einfach. Interessant könnte es höchstens beim Start werden, weil man ja nicht so gut nach links und rechts gucken kann. Und nicht weiß, wo die anderen sind. Vielleicht, ich werde heute das Rennen noch nicht aufnehmen. Vielleicht könnt ihr auswählen, oder könnt ihr sagen, mit welcher Kamera ich im Rennen mal fahren soll jetzt. Soll ich jetzt hier in dieser, sag ich mal, Fahrerperspektive fahren oder wieder aus der üblichen TV-Kamera. Natürlich bietet diese Kamera hier weitaus mehr Action, denke ich mal. Also sagt einfach mal unter dem Video, was ihr lieber hättet. Diese Kamera, die ich jetzt gerade hier fahre, oder die alte. Und 1.26.5.
Jensen ist zurzeit auf dem 6. Platz. Was? Der ist nur 6. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box. Okay, mach ich. Lucas de Grasse. Lukas, was machst du da? Na, schade, Lenkrad-Einschlag geht leider nicht. Jetzt fahre ich erstmal wieder meine Lieblingskamera. Die finde ich doch am schönsten. Hier sehe ich wenigstens ein bisschen was. Begrenzer ein. Und Boxenstopp üben. Ach, da ist ja schon meine Box wieder. Deutlich besser als wir berechnet haben. Gute Arbeit. Danke. Danke, 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 danke. Und dann kommt auch der Jensen. So, noch knappe 5 Minuten. Im Augenblick hättest du den Platz an der Sonne. Pole Position. Großartig. Na, Sebastian, verbesserst du dich nochmal? Alonso, verbesserst du dich nochmal? Ansonsten verbessert sich niemand mehr und... Du hast alle gesteckten Ziele für diese Session erreicht. Der Boss ist momentan sehr zufrieden mit dir. Platz 1. Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Weber, Massa, Button, nur auf 6. Wie sieht es sonst so aus? Ja. Kobayashi auf 19. Die Grassi und Glock wieder letzter. Und ja, wir gehen jetzt natürlich in die Boxengasse und werden sicher noch ein Interview führen müssen. Ziel im Qualifying. Wer 6 haben, auf jeden Fall schon mal erreicht. Im Rennen müssen wir 4. werden. Und Interview? Ja. Na, was wollt ihr denn? Sie haben in diesem Jahr bisher eine ziemlich gute Form gezeigt. Sie sind jetzt seit einigen Monaten. Läuft alles glatt bei McLaren. Wir kommen wunderbar zurecht. Sie sind in der bisherigen Saison damit zurechtgekommen, das richtige Setup fürs Qualifying zu finden. Ja. Ja, gut. Das. Pole Position. Ja, ich weiß. Damit solltest du im Rennen hervorragende Chancen haben. Ja. Ja, gut. Das war es erstmal vom freien Training und Qualifying. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ja, ihr könnt mir sagen, mal mit welcher Kamera ich fahren soll. Auch wenn mir natürlich die TV-Kamera besser gefällt, weil ich da ein bisschen mehr den Überblick habe, links und rechts. Ihr könnt mal gerne sagen, wie ich das Rennen fahren soll. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim Rennen wieder und bis dahin. Ciao, ciao.